Dieses Video wird präsentiert von EA Game Changers. Sheesh, was geht? Heute gibt es eine weitere Folge von Die besten Teams. So nennen wir das Ganze jetzt. Und ja, ich habe mir dafür ein ganz besonderes Trikot angezogen heute von Real Madrid. Ja, und warum habe ich das gemacht? Weil wir haben heute La Liga. Genau, und ich würde sagen, steigen wir ein. Auf geht's, let's go. Bam. So, wir fangen an mit Philippe Coutinho auf dem linken Flügel. Hat 5 Sterne Spezialbewegung. Mit dem wird man einiges machen können dieses Jahr. Auch von der Pace her ist er gut, ne? Mit 81. Hoch sind die Arbeitsraten. Ja gut, ausdauermäßig könnte das Probleme geben. Physis ist bei 64 jetzt nicht so gut, ne? Auch wenn wir uns hier das mal angucken. Ausdauer 79. Der wird schnell ermüden. Hat einen guten Antritt, hat keine gute Sprintgeschwindigkeit, muss man dazu sagen, bei der Pace. Aber wenn man schnell ins Dribbling gehen möchte und gut skillen möchte, das kann er. Also Dribbling-Werte 1A, 5 Sterne Skills, gute Karte dieses Jahr, 88. Dann gehen wir weiter in den Sturm. Da haben wir nämlich den einzigartigen Luis Suarez wieder einmal mit einer 91er Karte dieses Jahr. Angriffsrate und Verteidigungsrate hoch, mittel, schwacher Fuß 4, Spezialbewegungen 3. Also hat ein kleines Downgrade bekommen. Das ist natürlich nicht so cool. Das macht Suarez im Vergleich zum letzten Jahr, ja, schlechter würde ich nicht sagen, weil er von den Stats her stärker ist jetzt. Aber ja, Spezialbewegung ist schon ein kleiner Turn-off. Das ist seine Karte von den Werten her. Schusswerte sind überragend. Sprintgeschwindigkeit auch nicht so gut. Ja, die Barca-Spieler haben irgendwie alle einen guten Antritt, aber keine gute Endgeschwindigkeit. Ja, aber Suarez ist ein Typ, der kann sich durchsetzen. Hat gute Physiswerte, abgesehen vom Springen. Das ist auch nicht so seine Spezialdisziplin. Also kein Mann für die hohen Bälle, aber ein Mann für die Bälle am Boden, weil das Dribbling stimmt, das Schießen stimmt, passen kann er auch. Das wäre meine Wahl im Sturm hier in der spanischen Liga. Dann gehen wir weiter auf die rechte Flügelposition. Da haben wir nämlich Gareth Bale. Keine große Überraschung hier eigentlich. Richtig krasses Speed, was der Typ hat. Schießen kann er auch extrem gut, passen kann er auch super. Bale dieses Jahr wieder eine sehr, sehr gute Karte. Von der Größe her 1,85, Spezialbewegung 4, schwacher Fuß 3. Dann gehen wir weiter und zwar zu Luka Modric, einem weiteren Real Madrid-Spieler. Man könnte sagen, der beste Mittelfeldspieler der Welt, hat auf jeden Fall hier eine 91 und 4,4 Arbeitsraten hoch. Das ist sehr gut. Tempomäßig auch guter Antritt. Sprintgeschwindigkeit, ja, auch wieder nicht ganz so toll. Aber ich denke mal, mit Modric kann man arbeiten. Hat vor allem auch für so einen offensiven Spieler ganz gute Defensivwerte. Modric ist eigentlich gesetzt in so einem La Liga-Team. Dann ein weiterer Mann, der gesetzt ist, ist Marcelo. Marcelo dieses Jahr wieder einmal Außenverteidiger. Aber man sieht hier, die Werte sind so ausgeglichen. Also hätte der eine ZM-Karte. Ja, das wäre mega nice. Ja, schwacher Fuß, 4 Spezialbewegungen hat er dieses Jahr. 5 Sterne. Haltet euch fest, 5 Sterne. Das ist für einen Außenverteidiger, ich glaube, das gab es noch nie vorher. Wenn ihr irgendwie eine Mittelfeldkarte habt, die man in die Außenverteidigerposition stellen kann, dann wird sich das anbieten, den mit Marcelo zu tauschen. Dann haben wir in der Innenverteidigung Rafael Varane. Schwacher Fuß, 3 Sterne. Spezialbewegungen, 2 Sterne. 1,91 groß und mittelhoch sind seine Arbeitsraten. Varane dies ja auch extrem stark. Sehr, sehr gute Karte. Auch wenn die Physiswerte jetzt nicht überragend sind, aber sehr gute Defensivwerte, sehr gute Größe und extrem gutes Tempo für einen Innenverteidiger. Darum würde ich den aufstellen in der Innenverteidigung, neben dem gesetzten Spieler in jedem Team, denke ich mal, in jedem Top-Team, Sergio Ramos. Hat eine gute Pace, hat eine sehr, sehr gute Defensive, 91 defensiv. Das ist bei einer Basic-Karte oder bei einer Base-Karte überragend. Das habe ich selten gesehen, abgesehen jetzt mal von den Icons. Physis, der räumt alles ab in der Luft. Sprungkraft 93. Ramos dieses Jahr wieder einmal sehr gut. Ja, hier sehen wir auch 3,3, ne? 1,84 groß. Dann sehen wir auf der rechten Verteidigerposition Nelson Cabral Semedo. 1,77 groß, mittelhoch sind die Arbeitsraten. Schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung, 4 Sterne. Ein weiterer Außenverteidiger mit 4 Sternen. Dieses Jahr skillen wird richtig Bock machen. Semedo auf jeden Fall sehr, sehr gute Pace, nicht die besten Defensivwerte. Gutes Dribbling, ist eigentlich eher so ein offensiver Verteidiger. Ist meine präferierte Variante und im Tor dieses Jahr Neuzugang von Real Madrid, Courtois. So, dann haben wir eine Karte, die ich vergessen habe zu capturen, nämlich diese hier. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte. Ich habe mir die Detailstats nicht angeschaut.
94er Rating und Stürmer dieses Jahr, Mittelstürmer. 8 nach Pace, 91 Shooting, 88 Passen, 96 Dribbeln. Das sind seine Stats. 4-4 hat er. Linksfuß, altbekannt. Ja, Messi wie immer ein Traum. Was man noch dazu sagen kann, Messi dieses Jahr gleich stark wie Cristiano Ronaldo, hat eine 94 und ist damit endlich mal wieder der beste Spieler im Spiel. So, eine weitere Karte, die ich auch vergessen habe zu capturen, die aber im Team ist. Dieses Jahr absolut spielbar. Toni Kroos, 67 Pace. Also der hat ein gutes Upgrade bekommen. Das sind seine Stats, 68 und 66. Ist immer noch nicht krass, aber wir können das ja hier mal spaßeshalber machen, ne? Da gebe ich dem mal so einen, ja, was gibt man dem? Einen Shadow, glaube ich. Weil schießen und passen kann er ja schon gut. Wobei Shadow, Hunter könnte man ihm auch geben. Aber so sieht man, er hatte 83, also so hätte er einen 79, so, eine 79 Pace. Also 83 und 76 und auch recht gute Defensivwerte. Das würde ich wahrscheinlich bei Toni Kroos machen, so wird das Ganze aussehen. 5 Sterne Weakfoot, 3 Sterne Skill Moves, Toni Kroos absolut gesetzt im Mittelfeld. Dann gehen wir weiter auf die Bankspieler. Da haben wir als erstes mal Saúl Ñíguez, Esclapes aka Saúl, mittelhoch. Die Arbeitsraten, schwacher Fuß 4 und Spezialbewegung 3 ist jemand, den man ebenfalls spielen könnte. Allerdings würde ich Toni Kroos und Modric und Messi sowieso bevorzugen. Auch wenn Saúl auch ein guter Allrounder ist, auch 78 Defensive. Aber ich denke, Toni Kroos dieses Jahr doch eine bessere Karte. Und habt ihr gesehen, Pace tun die sich nicht viel. 68 gegen 71 oder gegen 70. Dann als nächstes haben wir Kong Dogbia. Auch eine sehr gute Karte. Defensivwerte und guckt euch diese Physis an. 88 Physis, den kann man durchaus auch mal im Mittelfeld reinstellen. Wenn man das Budget für Kroos oder für Modric nicht hat, stellt man Kong Dogbia und Saúl rein. Ihr seht, er kann passen, er kann ein bisschen schießen, er kann ein bisschen dribbeln. Sehr ausgeglichene Karte, Kong Dogbia und Franzose. Kann man gut linken. Dann, ja, 2 Sterne schwacher Fuß ist nicht so gut, aber 4 Sterne Spezialbewegung und mit einer Größe von 1,88 ist der gute Jeffrey Kong Dogbia eine gute Option. Eine weitere gute Option ist Ivan Rakitic. 1,84 und Arbeitsraten hoch. 3 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung und auch sehr vernünftige Werte. Auch wenn man sagen muss, dass seine Pace halt doch dieses Jahr echt zu wünschen übrig lässt mit 66 und 59. Alles andere ist okay. Dann haben wir Umtiti als eine sehr gute Innenverteidiger-Variante. Tempo 71, Sprintgeschwindigkeit 73 und 88 Defensive. Also das ist auch jemand, den man überlegen könnte, für Varane spielen zu lassen. Ich glaube, ich würde Varane bevorzugen, weil er einfach nochmal die krassere Pace hat. Aber Umtiti auch absolut spielbar und auch sehr gut linkbar natürlich als Franzose. Hat man eventuell sogar einen Strong Link, wenn man sich Ramos nicht leisten kann, mit Varane und Umtiti. Arbeitsrate mittelhoch, schwacher Fuß 3 Sterne, Spezialbewegung 2 Sterne. Dann haben wir noch einen weiteren sehr starken Innenverteidiger und zwar Godin. 89 Defensive, 84 Physis, 3 Sterne und 2 Sterne, schwacher Fuß und Spezialbewegung mittelhoch. Das ist super als Arbeitsrate für einen Innenverteidiger. Die genauen Stats können wir uns hier auch nochmal anschauen. Ist jemand, der sehr gut in der Luft ist, 91 Sprungkraft. Ja, am Boden nicht der Beste, auch durch die Pace nicht, aber wenn man irgendwie ein Team hat, wo man auf Flanken verteidigen möchte, dann ist Godin da mit Ramos eigentlich, würde ich sagen, die beste Option. Dann haben wir natürlich noch Antoine Griezmann, habe ich jetzt statt Suarez draußen gelassen. Kann man auch machen, man könnte auch Griezmann reinstellen statt Suarez. Suarez hat natürlich den Vorteil mit den 4 Sternen schwacher Fuß, aber Griezmann hat die Skill-Vorteile und die Pace-Vorteile. Arbeitsraten hoch, den würde ich eher als 10er sehen, wenn man sich Messi nicht leisten kann, wovon ich jetzt mal ausgehe im Normalfall. Dann gehen wir weiter auf Isco, auch eine überragende Karte, 89 dieses Jahr. 72 Tempo, Dribbling sehr stark, Spezialbewegung 4 Sterne, schwacher Fuß 3 Sterne, Arbeitsraten hoch, Mittel, ein 10er, den man ebenfalls spielen kann, der aber sehr teuer sein wird mit einem 89er Rating. Dieses Jahr generell sehr hohe Ratings, wie ich finde. Tempomäßig ist Isco jetzt nicht der Go-To-Guy, um es mal so zu sagen. Physiswerte, ja, lassen zu wünschen übrig. Auch Ausdauer 70 ist jetzt nicht so ideal. Defensiv, ja gut, ist halt kein Defensivspieler. Dribbling und Passen und Schießen geht
geht auf jeden Fall klar. Vor allem Fernschüsse 89, da kann man mal einen rauslassen. Dann haben wir noch Casemiro. Für den habe ich mich nicht entschieden, einfach weil er so, ja, so langsam ist. Aber auch ja, so ein Innenverteidiger im Mittelfeld da, ne? Mit Defensive 87 und Physis 88. Auch eine interessante Karte, allerdings sehr langsam. Schwacher Fuß 3 Sterne, Spezialbewegung 2 Sterne. Aber eine 88er Karte. Dann haben wir auf der rechten Verteidigerposition Carvajal. Den könnte man statt Semedo spielen lassen. Habe ich auch überlegt, aber ich habe mich dann doch für Semedo entschieden, weil er nochmal deutlich schneller ist. Carvajal aber auch eine gute Option mit 3 Sterne und deutlich besseren Defensivwerten als Semedo mit 82 und Physis 78. Und dann haben wir auf der linken Verteidigerposition noch Jordi Alba. Ich würde Marcelo bevorzugen wegen den 5 Sterne Skills, aber das ist auch eine schwierige Entscheidung, weil Jordi Alba auch gute Defensivwerte hat und natürlich die Pace mitbringt. Aber in dem Fall habe ich mich gegen Pace und für Skills entschieden. Aber Jordi Alba, seht ihr selber, auch eine sehr gute Karte. 87 mit schwacher Fuß 3-3. Dann gibt es noch Piqué. Piqué eigentlich wie jedes Jahr defensiv stark, aber Tempo 55 ist halt eher nicht so toll. Darum Piqué nicht im Team und Oblak als Alternative für Courtois. Da wird sich zeigen, welche Trades dieses Jahr entscheidend sind. Aber ja, ich denke mal, die kann man beide spielen, Courtois und Oblak. Courtois natürlich ein bisschen größer. Und ja, dann zeige ich euch hier nochmal das gesamte Team. So sieht das Ganze nämlich aus. Aufgestellt, da seht ihr auch Toni Kroos und Lionel Messi natürlich vertreten in dem Team. Ja, würdet ihr Jordi Alba spielen? Würdet ihr Carvajal spielen? Schreibt das in die Kommentare. Würdet ihr vielleicht Umtiti spielen statt Varane beispielsweise? Oder würdet ihr Griezmann spielen statt Suarez? Bin ich sehr gespannt. Die anderen Ligen gibt es natürlich auch oder kommen die nächsten Tage online, die relevantesten. Und ansonsten würde ich sagen, checkt Instagram ab, weil da gibt es nämlich FIFA 19 zu gewinnen. Und lasst ein Like, da drückt auf die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. I kept everything inside me.